Was soll denn das? Ist doch Nötigung! Ja, aber der ist gerade im Gehen. Um 3 wäre noch ein Termin. Um 3? So lange kann ich nicht warten. Oh, sind Sie Dr. Frank? Ja. Ich muss Sie sprechen, mein Mann ist verschwunden. Sie kennen ihn auch, Klaus Bettmann. Tut mir leid, im Moment weiß doch, ich nicht. Doch, natürlich, Sie haben immer für ihn gearbeitet. Es ging um Persönlichkeitsrechte, wegen seinem Buch, wegen drogensüchtiger Kinder. Ach, der Bettmann, natürlich erinnere ich mich, Helga. Danke. Komm rüber. Das Buch hat ja dann viel Aufsehen erregt. Ja, ja. Bitte. Jetzt recherchiert er schon wieder in so einer Geschichte. Nur geht es diesmal nicht um die Opfer, sondern um die Täter. Also die wirklich großen Drogenbosse, verstehen Sie? Und deshalb habe ich Angst, dass ihm was passiert sein könnte. Ja, dann sollten Sie aber besser zur Polizei gehen. Da komme ich doch gerade her. Die haben mich behandelt wie so eine hysterische Kuh, nur weil ich nichts Genaues, nichts Konkretes weiß. Die haben ihn einfach auf irgendeine Vermisstenliste gesetzt und das war's dann. Können Sie da nicht mal anrufen und ein bisschen Druck machen? Wenn die keinen konkreten Hinweis auf ein Verbrechen haben, können die gar nichts anderes machen. Aber ich spüre, dass er in Gefahr ist. Ich weiß das. Ich kümmere mich darum. Sie sollten sich vielleicht inzwischen an einen Privatdetektiv wenden. Abzulenken, aber irgendwie wird's halt nichts. Schönes Hobby. Das ist mein Beruf. Oh. Aber ich glaube, wir beide unterhalten uns besser nicht über Kunst. Besser nicht. Ich verstehe sowieso nichts davon. Verstehen Sie denn was von Ihrem Job? Entlaufene Ehemänner sind meine Spezialität. Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend um 9, als er das Haus verlassen hat. Hat er irgendwas mitgenommen? Pantoffel, Zahnbürste? Quatsch. Er wollte seinen Informanten treffen und dann gleich wieder nach Hause kommen. Ist er sonst nie über Nacht weggeblieben? Doch, manchmal. Aber dann hat er mich immer angerufen. Es gibt also keine andere Frau. Selbst wenn. Entschuldigung, nehmen Sie Platz. Ich will meinem Mann keinen Detektiv auf den Hals setzen, um ihn aus irgendwelchen Betten rauszuzerren. Verstehen Sie? Es geht hier um Bankgeschäfte mit dem kolumbianischen Drogenkartell. Und die sind ganz bestimmt nicht zimperlich, wenn ihnen jemand dazwischenfunkt. Wissen Sie Einzelheiten? Namen? Nein. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es offensichtlich um sehr viel Geld geht. Und dass deutsche Banken Drogengelder waschen. Eine Frankfurter Privatbank wohl im ganz großen Stil. Und genau dafür hat Klaus Beweise. Und wo sind Sie? In seinem Laptop. Den hat er immer bei sich. Bei der Arbeit, im Büro, immer im Auto, überall. Ach ja, und im Safe hat er gesagt, da hätte er belastendes Material. Wie ist das? Nehmen Sie den Job überhaupt? Ich nehme den Job für 500 Mark am Tag. Okay. Plus Spesen. Also hier ist der Safe. Nützt uns aber nichts, weil ich keinen Schlüssel habe. Wo ist das Büro Ihres Mannes? In der Verdistraße 8. Ist eine Bürogemeinschaft mit 2 anderen Kollegen. Das merke ich mir. Ich brauchte noch ein Foto von ihm. Ja, habe ich mir schon gedacht. Wie ist die Nummer von seinem Wagen? Den sucht die Polizei schon. Ich habe da eine schnellere und bessere Methode. Kostet allerdings ein Tausender. Hallo Martin. Ja. Josef, gibt's was? Wie wär's mal wieder mit einer Runde Lotto? Klar, immer. Was suchen wir diesmal? Ein grauen Mercedes. Die Nummer ist FHO 300. Ein Tausender für den, der ihn findet. Du hast meine Telefonnummer, okay? Gib's über Funk durch. Hey, hört mal her! Lotto ist angesagt. 900 Mark für einen grauen Mercedes FHO 300. 900 Mark. Ne? Thank you.
Guten Tag. Sind Sie vielleicht zufällig Karin Thomas? Und wer sind Sie? Mein Name ist Matula, Josef Matula. Ist Klaus denn nicht da? Nein. Ach, so ein Pech. Darf ich trotzdem mal meinen neuen Arbeitsplatz sehen? Wieso Ihr Arbeitsplatz? Oh, hat Klaus Ihnen denn nichts gesagt? Er hat mir angeboten, bei euch einzusteigen. Ich bin Journalist. Davon weiß ich nichts. Wann hat er Ihnen das angeboten? Och, letzte Woche. Wahrscheinlich hat er es nur vergessen, weil er den Kopf so voll hat mit dieser Geldwaschgeschichte. Ist ja auch ein heißes Ding. Hat er die Story schon fertig? Sie sind reichlich neugierig. Oh, ist eine Berufskrankheit, müssen Sie doch kennen. Ist das sein Platz? Wo soll ich arbeiten? Es ist noch gar nicht raus, ob Sie überhaupt hier arbeiten. Ach, stimmt das nicht, der Klaus? Da haben Lutz und ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ah, da muss ich mich ja gut mit euch stellen. Wo ist denn der Lutz? Verreist. Wer schläft denn hier, Sie? Geht Sie das irgendwas an? Nein. Ich arbeite nur gern nachts. Und da möchte ich Sie natürlich nicht stören. Sie stören mich jetzt schon. Wer sind Sie wirklich und was wollen Sie hier? Dabei habe ich gedacht, ich hätte es so schlau eingefädelt. Oberschlau. Sind Sie von der Polizei oder von der Konkurrenz? Keines von beiden. Also gut, ich bin Privatdetektiv. Frau Beckmann hat mich engagiert. Klaus ist seit gestern Abend verschwunden. Wissen Sie, wo er ist? Nein. Mit wem war er gestern Abend verabredet? Und wenn ich es wüsste, Ihnen würde ich es bestimmt nicht sagen. Schade. Aber wir werden ihn schon finden. Josef, ich will ja nicht pietätlos sein, aber kannst du mir den Lappen geben? Wie ich dich kenne, nimmst du ja schon deine Provision. Da war der auch Ausgang. Danke. Ne? Was ist passiert? Er ist letzte Nacht erschossen worden. Ja, passende. Ciao. Entschuldigung. Haben Sie schon die Unterlagen? Holger? Rainer? Holger Körbel, so trifft man sich wieder. Na sowas, ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Du bist ein bisschen aus der Form gegangen, ha? Bist du? Was machst du hier? Ich bin der Anwalt von Silvia Beckmann, der Frau des Toten. Na wie? Hat sie ihn umgebracht? Das will ich doch nicht. Herr Kommissar, Verzeihung. Kann ich von meinem allerersten Prozess, da hat er die Ermittlungen geführt. Wir müssen es Frau Beckmann sagen. Kommst du? Ich bleib erstmal hier. Sieht aus, als wäre er im Auto erschossen worden. Also, weißt du schon was Genaueres? Raubmord ist es nicht. Beckmann hatte noch alles in den Taschen. Geld, Ausweis, Kreditkarten und so weiter. Du hast kein Schlüsselbund. Könnte der Täter die Schlüssel nicht mitgenommen haben, um in die Wohnung zu kommen? Beckmann soll Beweise gegen Drogenhändler in seinem Safe deponiert haben. Möglich, ich weiß noch zu wem. Aber wenn man in seiner eigenen Wohnung ermordet wird, dann steckt man normalerweise keinen Schlüssel mehr ein, oder? Du willst doch damit hoffentlich nicht sagen, dass seine Frau ihn erschossen hat, oder? Wir wissen beide nichts. Aber ich werde sie jetzt fragen, du kannst gerne mitkommen. Danke, hätte ich sowieso getan. Und? Er verdächtigt Frau Beckmann. Wieso? Na, die Ehepartner sind da immer zuerst dran. Es tut mir wirklich leid, Frau Beckmann. Das ist Kommissar Körbel. Frau Beckmann, wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend. Er wollte jemanden treffen. Sie wissen nicht zufällig wen? Nein. Wo ist der Safe Ihres Mannes? Im Schrank nebenan. Geben Sie mir bitte den Schlüssel. Ich habe keinen. Wo waren Sie letzte Nacht? Sie müssen jetzt keine Fragen zur Sache beantworten, Frau Beckmann. Aber wieso? Ich bin doch nicht verdächtig, oder? Oder?
Entschuldigen Sie, Frau Beckmann, ich muss Sie das fragen. Das gehört zum Einmaleins meines Berufes. Also, wo waren Sie gestern Nacht? Ich war im Bett, ich habe geschlafen. Kann das jemand bezeugen? Ich habe kein Alibi. Und ich brauche auch verdammt noch mal keins. Kommen Sie mal bitte. Sag mal, muss ich mir das jetzt hier irgendwie gefallen lassen? Die würden sowieso einen Durchsuchungsbefehl kriegen. Der Safe war gar nicht abgeschlossen. Das kann überhaupt nicht sein. Mein Mann hat immer den... Wo sind denn die Papiere? Da waren Papiere drin. Das bestätigt doch meine Theorie. Der Täter hat Beckmann die Schlüssel abgenommen, ist hierher gekommen und hat das belastende Material aus dem Safe geholt. Als Sie den Wagen durchsucht haben, haben Sie da einen Laptop gefunden? Nein. Dann ist jetzt alles weg. Aber woher wusste der Täter, dass auch im Safe-Material deponiert war? Mein Gott, vielleicht haben Sie es aus ihm rausgeprügelt oder in... Frau Beckmann, wo ist Ihr Schlafzimmer? Nebenan. Was haben Sie heute den Tag über gemacht? Ich war hier, ich habe auf meinen Mann gewartet. Dann bin ich zur Polizei gegangen, dann zu meinem Anwalt. Dann war während der Zeit niemand im Haus? Nein, nur die Putzfrau. Aber also muss gestern Nacht hier eingebrochen worden sein. Sie schlafen direkt nebenan und Sie haben überhaupt nichts bemerkt? Nein, habe ich doch... Ach, obwohl, da fällt mir ein, ich bin gestern Nacht noch spazieren gegangen. Eine Stunde ungefähr, aber das mache ich öfter, wenn ich mit diesen ganzen Sprühfarben arbeite, dann... Herr Körbel, schauen Sie mal bitte. Sehen Sie sich das mal an. Das ist meine Abdeckfolie, warum? Das ist genau so eine Folie wie die, wo die Leiche drin eingewickelt war. Geben Sie es ins Labor. Die wollen mir das anhängen. Diese Schweine! Die wollen mir das anhängen, diese Folie. Da ist mir ein Stück von geklaut worden. Es ist besser, wenn Sie jetzt nichts mehr sagen, Frau Beckmann. Entschuldigung, das ist die Wahrheit, ja? Letzte Woche war ich mit meinem Mann verreist, ja? Und als wir wiederkamen, da war hier alles durchwühlt. Es hat nichts gefehlt, ein bisschen Geld, ja, aber... Und eben diese Folie. Nur, ich hab's etwas später erst gemerkt. Haben Sie Anzeige erstattet? Natürlich habe ich das, natürlich. Aber nur wegen dieser Folie jetzt noch mal extra hinzugehen... Das erschien mir ein bisschen lächerlich. Laut Laborbericht stammen die Plastikfolien von einem und demselben Stück. Die Schnittkanten passen exakt zusammen. Ja, weil sie mir gestohlen worden ist, das habe ich doch gesagt. Meine Mandantin hat ausgesagt, dass sie ein Stück Folie eine Woche vor der Tat von Einbrechern gestohlen worden ist. Das kann eine Schutzbehauptung sein. Also, das ist die Wahrheit, verdammt noch mal. Frau Beckmann, bitte mäßigen Sie sich. Fahren Sie fort, Herr Körbel. Und dann ist da noch das fehlende Alibi. Frau Beckmann gibt an, in der Tatnacht zu Hause gewesen zu sein. Später will sie dann spazieren gegangen sein. Für beides gibt es keine Zeugen. Und welches Motiv hätte sie? Der Ermordete war ein prominenter Journalist. Er hat einen Bestseller geschrieben, ein Vermögen damit verdient. Frau Beckmann ist Alleinerbin. Als Ehefrau hatte sie bereits alle finanziellen Vorteile. Warum sollte sie sich die Mühe machen, ihren Mann umzubringen? Frau Beckmann hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie nicht zimperlich ist, wenn es um das Geld anderer Leute geht. Sie ist vorbestraft wegen Raubes. Also, was hat denn das jetzt damit zu tun? Hä? Ich habe meine Strafe abgesessen, ich habe sie abgebüßt und zwar lange genug. Und jetzt gucken Sie mich verdammt nochmal an, wenn ich mit Ihnen rede! Frau Beckmann, bitte, zum letzten Mal, nehmen Sie sich zusammen oder Sie kriegen Ordnungsstrafe. Wann sind Sie verurteilt worden? Vor 7 Jahren. Sie war damals drogenabhängig und hat den Stoff damit finanziert, dass sie die Prostituierte gespielt hat, ihre Freier ins Abseits gelockt hat und ihr damaliger Freund hat ihnen das Geld abgenommen. Sie ist zu 3 Jahren verurteilt worden. Sind Sie immer noch abhängig? Nein. Klaus und ich haben uns kennengelernt, als er damals in der Szene recherchiert hat. Er hat mich nie hängen lassen, auch nach dem Knast nicht. Er hat auf mich aufgepasst, damit ich clean bleibe. Ich habe ihn geliebt, warum sollte ich ihn umbringen? Haben Sie sonst noch was, Herr Körbel? Das wäre im Wesentlichen schon alles. Nein, das ist noch nicht alles. Herr Körbel hat uns nämlich bislang verschwiegen, dass Klaus Beckmann zuletzt im Drogenmilieu für ein Buch über Geldwäsche recherchiert hat. Es wäre also sehr wohl möglich gewesen, dass ein professioneller... Diese Geschichte haben wir bisher nur von der Beschuldigten gehört. Wir sind ihm natürlich nachgegangen, haben alles Material aus dem Büro von Beckmann gesichtet, gefunden haben wir nichts. Ja, weil alles in seinem Laptop ist. Der Computer ist verschwunden und der Safe ist leer. Also müssen Sie woanders suchen. Herr Dr. Frank, bei allem Respekt... Glauben Sie wirklich, dass ein professioneller Killer eine Woche vor der geplanten Tat bei seinem Opfer einbricht, eine Folie klaut, um darin die Leiche zu verpacken? Das klingt doch ein bisschen abenteuerlich, oder?
Im Übrigen ist das Waschen von kriminell erworbenem Geld strafrechtlich kaum verfolgbar. In Deutschland, ja. Für das FBI zum Beispiel ist jedes Indiz gegen Drogenhändler ein Grund zum sofortigen Eingreifen. Außerdem muss jeder Spur nachgegangen werden, egal wie abenteuerlich sie ist. Und genau das ist in diesem Fall nicht geschehen. Ich bin deshalb der Meinung, dass die Beweislage zum Erlass eines Haftbefehls nicht ausreicht. Tja. Ein Tatverdacht gegen Frau Beckmann ist tatsächlich gegeben. Aber die Ermittlungen scheinen mir wirklich noch nicht ausreichend. Der Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wird abgelehnt. Rainer! Ich warte draußen auf Sie. Bis gleich. Gut gemacht. Hast dazugelernt. Dafür hast du ein bisschen nachgelassen. Warte ab. Gehen wir essen? Ich kann jetzt nicht heute Abend. Wiedersehen. Ja, ist gut. Ich koche uns was. Hm? Ach, immer noch keine Frau im Haus? Kein Geld. Und du? Keine Zeit. Um 8? Ja, ist gut. Bis dann. Bis dann. Was hat diese Schlammsau nur gegen mich? Das ist doch völlig klar, dass man mir den Mord anhängen will. Irgendwer hat hier falsche Spuren gelegt. Aha. Und warum? Das weiß ich doch nicht. Deshalb brauche ich doch Sie. Außer Ihnen weiß aber niemand von dieser geheimnisvollen Geldwaschgeschichte. Ja, Sie müssen es eben auf dem gleichen Weg versuchen wie mein Mann. Vielleicht finden Sie dann den Mörder. Damit er mich auch umlegt. Was wollen Sie? Mehr Geld? 30.000? 50.000? Ich bin doch jetzt eine reiche Erbin, sagen Sie nur. Wenn Sie schuldig sind, erben Sie gar nichts. Aber ich bin nicht schuldig. Warum haben Sie mir eigentlich Ihre Vorstrafe verschwiegen? Ich dachte, es sei nicht so wichtig. Natürlich ist sowas wichtig, vor allem psychologisch. Sie sind doch jetzt viel weniger glaubwürdig in deren Augen. Und in Ihren Augen? Sehen Sie, deshalb habe ich es verschwiegen. Frau Beckmann, ich bin Ihr Anwalt und nicht Ihr Richter. Ich muss los, Wiedersehen. Danke, dass Sie mich rausgehauen haben. Sie sind noch nicht aus dem Schneider. Ich will wissen, wer meinen Mann umgebracht hat, und ich krieg's auch raus. Notfalls auch ohne Sie. Mit mir, wenn's recht ist. Guten Morgen. Das ist... Ach, Sie kennen sich. Ja, hallo. Hallo. Die Polizei war da. Wo sind denn seine ganzen Sachen? Sie haben alles mitgenommen. Sämtliche Disketten, unser ganzes Archiv. Karin, gestern wollten Sie mir nicht sagen, okay. Aber jetzt hat sich die Situation geändert. Herr Beckmann ist tot und man will den Mord seiner Frau in die Schuhe schieben. Aber ich weiß auch nicht mehr als ihr. Klaus hat nicht viel über dieses Projekt gesprochen. Er sagte, es sei zu gefährlich, wenn ich etwas weiß. Aber er wird doch sicher irgendeine Andeutung gemacht haben. Wie schläft denn da, du? Ja. Ich bin im Moment auf Wohnungssuche. Hast du mal eine Zigarette für mich? Ich rauche nicht. Ich weiß. Gut, dass Klaus überall seine Zigaretten rumliegen lässt. Er hat hier ab und zu geschlafen, wenn du das meinst. Das spielt doch keine Rolle mehr. Ich möchte nur wissen, was er dir über seine Arbeit gesagt hat. Du warst doch in der letzten Zeit öfter mit ihm zusammen als ich. Du müsstest doch irgendwas wissen. Und wenn seine Recherchen nur ein Vorwand waren, damit er in Ruhe fremdgehen kann? Ach, Quatsch! Quatsch? Natürlich hat er an der Geschichte gearbeitet. Am Sonntag, als er die Verabredung mit Sitting Bull hatte, da hat er sich gefreut. Er hat gesagt, jetzt kriegt er das letzte Mosaiksteinchen und dann rollen Köpfe. Sitting Bull? Einer der Codenamen für seine Informanten. Andere nannte er Zwergnase, Zorro und so. Ich weiß nicht, wer Sitting Bull ist. Aber von der Verabredung mit ihm ist er nicht zurückgekommen. Da fällt mir was ein. Ich musste vor kurzem ein Foto für ihn machen, heimlich. Einen Abzug habe ich noch. Hier. Den einen kenne ich. Das ist ein Bankier. Der heißt Fischer, ganz genau. Ich war mal auf dem Empfang mit Klaus bei ihm. Der andere könnte ein Südländer sein. Ja, und genau das ist es. Eine deutsche Bank wäscht das Geld von kolumbianischen Drogenhändlern. Glauben Sie mir jetzt? Dank deiner Verteidigung ist er schon nach 2 Jahren wieder ausgekommen. Hat geheiratet. Ich habe ja auch damals schon gesagt, der schafft das.
und hat gleich wieder eine Bank überfallen, zusammen mit seiner Frau. Ah, hat das ja doch nicht geschafft. Ja, aber die hat ihn dann so richtig ausgenommen. Auch so eine ehemalige Fixerin, wie die Beckmann. Nein, du sprichst von meiner Mandantin, sei nicht so voreingenommen. Ich geb's ja zu, die ist mir nicht besonders sympathisch. Ah. Aber deswegen würde ich ja nie was anhängen als Polizist. Na, so gut solltest du mich schon kennen, ne? Na stimmt, fair warst du. Jedenfalls mir gegenüber. Obwohl ich damals nur ein kleiner Referendar war. Fair warst du. Kleiner Referendar? Schmaler Referendar. Da kommen die 30 Gramm. Was ist das da? Hm? Das ist Knäckebrot, ja? Mann, ich hab dir 5 Jahre mehr Berufserfahrung und der Richter hat dir mehr geglaubt als meinen Beweisen. Nee, das war doch nur, weil dieser Staatsanwalt so ein Idiot war. Das habe ich dir damals schon gesagt. Ja, aber du hörst nicht zu. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir uns wieder getroffen haben. Freue mich auch. Weißt du, was mich am meisten freut? Ja. Dass du endlich kochen gelernt hast. Prost, Holger. Prost, Holger. Dieses Foto, was mir der Matula da gegeben hat von dem Südländer. Hm? Wir haben alle Karteien durchgewühlt. Der taucht nicht auf. Schade. Was ist denn mit diesem Banker? Fischer. Hm? Du, das ist ein großes Tier in der Bankenwelt. Sehr gefährlich. Der ruft sofort beim Polizeipräsidenten an und beschwert sich. Ja komm, das lässt doch für einen alten Kumpel mal aushalten, oder? Sicher das. Aber ich kann ja wohl schwer hingehen und ihn nach seiner Verbindung zur Drogenmafia fragen. Oder? Ach nee, das kannst du nicht. Ja. Soll ich dir das mal vormachen, wie man das macht? Ja, das ist eine gute Idee. Du, aber nicht zu deinen üblichen Tagessätzen. Du weißt genau, was ein Polizist verdient. Ja, komm, hör auf zu jammern. Hättest doch die 2 Semester noch machen können. Aber nein, olle Holger, Mütze auf, Polizist spielen, ne? Ich finde meinen Job immer noch befriedigender. Ich will die Verbrecher nicht rauspauken, ich will sie überführen. Immer noch. Mhm. Ein Polizist ist aber halt verpflichtet, ne? Ja. Komm, ich weiß doch, dass du das ernst meinst. Naja, ich versuch's jedenfalls. Mit Erfolg? Wechselnd. Mir fällt wirklich keine Kneipe mehr ein, in der Klaus noch verkehrt haben kann. Ich werde schon noch was rauskriegen. Nehmen wir noch einen Drink zum Abschied? Ich hab nichts im Haus. Okay, dann gute Nacht. Nein, Entschuldigung, so meine ich das nicht. Ich meine keinen Alkohol. Verstehen Sie, ich muss auf mich aufpassen. Ich weiß, was Sucht ist und das möchte ich nicht normal erleben. Trinken Sie einen Kaffee mit mir? Okay, Kaffee. Gut. Sie sollten das Schloss auswechseln. Ja. Ich hatte gehofft, dass die Polizei den anderen Schlüssel noch finden würde. Aber dieser Bulle sitzt ja nur in seinem Büro und wartet darauf, dass der Fall sich von alleine löst. Dr. Frank? Guten Tag, Herr Dr. Fischer. Danke, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben. Na ja, Sie sind mir ja kein Unbekannter. Sie haben einmal einen Geschäftsfreund von mir vertreten und den Prozess gewonnen. Auf sehr clevere Art, pardon. Hannes Tillmann, erinnern Sie sich? Ja, das war eine sehr komplizierte Geschichte, richtig. Aber bitte, nun sagen Sie mir doch, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Danke, Eddie. Danke. Am Telefon haben Sie sich angehört, als handle es sich um Leben und Tod. Ja, es geht um Mord. Ich verstehe nicht. Bitte sehr. Das bin ja ich. Ich würde gern wissen, wer der andere Mann ist. Gabriel Martinez, der Sohn des kolumbianischen Innenministers. Warum? Ein Geschäftsfreund von Ihnen? Ich bin mit der ganzen Familie Martinez befreundet. Aber nun lassen Sie doch die Katze endlich aus dem Sack. Wer spioniert hinter mir her? Ein Journalist namens Klaus Beckmann. Beckmann? Kenne ich nicht. Und was will der von mir? Nichts. Er ist tot. Er wurde ermordet. Er hat über Drogengelder recherchiert und eine Spur führt zu diesem Mann hier. Ich kann mir nicht vorstellen, was Gabriel mit diesem Mord zu tun haben könnte. Ich weiß, Kolumbianer und Drogen. Aber das ist doch ein Klischee. Für die Familie Martinez lege ich meine Hand ins Feuer. Na, hoffentlich verbrennen Sie sich nicht. Bestimmt nicht. Ich habe einen sehr sicheren Blick für Menschen. Wie schön für Sie. Und für Sie. Ich möchte Ihnen nämlich eine Frage stellen. Sind Sie eigentlich mit Ihrer Position zufrieden? 1 Million festes Jahresgehalt hat er mir geboten, wenn ich exklusiv für ihn arbeite.
Und dazu noch alle möglichen Extras. Ich habe den falschen Beruf. Und ich krieg eine Gehaltserhöhung, ne? Und heute Abend hat er mich noch zu einem Empfang eingeladen, damit man sich besser kennenlernt. Und so ganz nebenbei hat er fallen lassen, wer da alles kommt. Banker, Politiker, Industrielle. Und Sie? Und wie hast du auf sein Angebot reagiert? Ich habe ihm gesagt, dass ich es mir überlegen werde. Danke, Helga. Der will mich doch bestechen, das alte Schlitzohr. Der muss uns aber für ziemlich blöd halten. Mit sowas macht er sich doch verdächtig. Nee, der ist ziemlich clever. Es gibt etliche Kollegen von mir, die hätten sich sofort kaufen lassen. Und wenn er dich wirklich nur so engagieren wollte, weil er dich für so gut hält? Könnte doch sein, oder? Aha. Nee, so ein Angebot macht man nicht so einfach locker vom Hocker. Das überlegt man sich vorher sehr, sehr genau. Ja, Moment. Wieso denn vorher? Herr Matula, es ist für Sie. Karin Thomas auf der 1. Matula? Ich habe eine Diskette von Klaus gefunden, in der Dose Kräutertee in der Küche. Keiner außer Klaus hat die je angerührt. Ich wollte aufräumen und zufällig... Was ist drauf? Alles. Ich werde auch nur aus einem Teil schlau. Immer wieder Verweise auf andere Dateien. Die alle auf der verschwundenen Diskette sind. Genau. Und auf andere Codenamen. Erzengel, Zwergnase, Schneewittchen. Das hier sind offensichtlich Kontenbewegungen. Bei einer Bank, F-Bank. Ich nehme an, die Bank von Fischer. Wurde schmutziges Geld auf ein Konto eingezahlt und dann auf eine andere Bank überwiesen. Und bei einer dritten Bank wurde dann ein gleich hoher Kredit aufgenommen und mit diesem schmutzigen Geld getilgt. Und schon ist es nicht mehr von sauberem zu unterscheiden. Da werden Millionen verschoben. Viele Millionen. Jetzt müsste nur noch sein Terminkalender drauf sein. Da ist er. Ach nee. Geburtstag K, rote Stiefeletten. K steht für Karin, ne? Ja, aber das ist interessant. Letzter Eintrag für Sonntag, 21.30 Uhr, Sitting Bull. Was zu erwarten war. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Na, das bringen wir zur Polizei, was sonst? Sie haben Spezialisten, um sowas auszuwerten. Können Sie mir ja weiterhelfen. Hey, was macht ihr denn hier? Was machen Sie denn ausgerechnet jetzt hier? Na, ich will Frau Thomas ein paar Fragen stellen. Ich verfolge eben jede Spur, auch wenn sie noch so vage ist. Grüß dich. Du kommst gerade richtig. Frau Thomas hat eine Diskette gefunden von Beckmann. Da ist in Kurzform alles drauf, was er bisher rausgekriegt hat. Na endlich. Was handfest ist. Hallo. Ist es das? Ja, aber alles verschlüsselt. Lauter Decknamen und Kürzel. Na, das macht nichts. Ich kann nicht viel damit anfangen. Dafür haben wir Spezialisten. Geben Sie mir die Diskette. Bitte. Was ist das? Eine Sicherheitskopie. Habe ich eben gemacht. Ist absolut identisch. Ah ja. Willst du Fischers empfangen? Ich muss vorher mit dir reden. Und warum hier und nicht in meinem Büro? Da ist es nicht sicher, da sind vielleicht Wanzen. Wie bitte? Hör zu, ich habe was herausgefunden, was dir vielleicht nicht gefallen wird. Ein Espresso bitte, ja? Ich glaube, ich weiß, wer Sitting Bull ist. Ja und, wer? Du willst mich für verrückt halten. Pass auf. Sitting Bull. Sitzender Bulle. Ein Häuptling. Ein Bulle, der ganz oben sitzt. Verstehst du? Ach, der Polizeipräsident. Nicht ganz. Dein Freund Holger Körbel. Du bist verrückt. Siehste, die Beckmann hat mich draufgebracht. Der Körbel hat doch bei der Hausdurchsuchung gefragt, wo der Safe ist. Kannst du dich erinnern, was er gesagt hat? Ja, sicher kann ich mich daran erinnern, wo es der Safe ihres Mannes. Und sie hat gesagt, nebenan im Schrank. Und er? Geben Sie mir bitte den Schlüssel. Den Schlüssel. Es hätte auch ein Zahlenschloss sein können. Ja, und? Aber danach hat er nicht gefragt, weil er es wusste. Du bist doch ein bisschen... Ja, wie viel ist denn das? Bist du blau? Es geht noch weiter. Der Bankier wollte dich kaufen. Ach. Das ist deine Deutung, nicht meine. So ein Angebot, wie er es dir gemacht hat, überlegt man sich vorher gründlich. Ach, Josef, das sind auch deine Worte. Und ich wette, er hat es sich vorher gründlich überlegt. Weil er nämlich schon wusste, was du von ihm willst. Durch Körbel. Von dem Verdacht gegen Fischer haben noch ganz andere gewusst. Karin Thomas, Silvia Beckmann zum Beispiel. Rainer, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich stoße immer wieder auf Körbel. Nimm diesen Kolumbianer Martinez. Der steht in keiner Verbrecherkartei. Sag Körbel. Und, hast du das mal überprüft?
und das Material von Beckmann hat er alles wegschaffen können. Das ist eine unglaublich blühende Fantasie. Und er hört dein Telefon ab. Sieh mal, er platzt genau dann rein, als wir die Diskette gefunden haben. Komischer Zufall. Wenn Holger so viel Dreck am Stecken hätte, würde er mich wohl kaum derart offen in seine Ermittlungen einbeziehen. Oder gerade, damit du erzählst, was wir wissen. Hast du ja auch alles, brühwarm. Seine Zutraulichkeit kam mir schon immer seltsam vor. Wir sind alte Freunde. Als ich noch Bulle war, da habe ich nicht mal besoffen mit Freunden über laufende Ermittlungen geredet. Sowas tut ein Bulle einfach nicht. Holger ist eben kein konventioneller Polizist. Bei aller Bescheidenheit, das war ich auch nicht, sonst wäre ich heute noch einer. Und was soll er für ein Motiv haben? Vielleicht ist er nicht so standhaft wie du, wenn man ihm ein paar Riesen winkt. Anna, wenn ich recht habe, kriegt Karin heute noch Besuch von deinem Freund. Die hat ja noch eine Diskette. Und wenn er die auch noch kriegt, dann haben wir gar nichts mehr in der Hand. Darf ich mal telefonieren? Thomas? Karin! Karin! Einer. Achtung, den ist unterweg. Dieses Schwein bringt die unschuldige Frau um. Weißt du, wie man das nennt, was du da machst? Vorverurteilung. Also halt dich bitte zurück, ja? Brauchst du noch ein paar Leichen, bis dir die Augen aufgehen? Hör doch auf, Mensch, hör doch auf! Mit dem hier, der ist super. Also mit dem kriegen wir bestimmt was hin. Der ist so groß, die Kreuzhase. Ja, ja, weiter, weiter. Elektronische Geräte sind ja. Ja, nachher, nachher. Hallo, Holger. Hallo. Ihr habt die Tote gefunden? Ja. Was haltet ihr davon? Wir glauben, dass der Mord mit dem Fall Beckmann zu tun hat. Meine Leute glauben, es könnte Raubmord gewesen sein. Alle elektronischen Geräte sind gestohlen worden. Gebrauchte Computer, dafür kriegt man doch nichts. Ein Journalist recherchiert ein Verbrechen und wird ermordet. Seine Kollegin wird kurz darauf von Einbrechern erschlagen. Was für ein Zufall. Ja, ja, sehr merkwürdig. Aber ich muss mir schon selber ein Bild verschaffen. Sag mal, Holger, was ist eigentlich mit der Diskette, die der Frau Thomas gegeben hat? Also ja, die Diskette. Tja, die hat einen Materialfehler. Oder das Mädchen hat mir die falsche gegeben. Jedenfalls, es war nichts drauf. Aber wir haben ja das Original im Büro. Das ist weg. Was? Das ist aber ärgerlich. Können wir wieder von vorne anfangen. Na, dann, bis später. So, bist du jetzt endlich überzeugt? Ich hänge mich jetzt dran an die Sau und lass ihn nicht mehr aus den Augen. Und du solltest endlich deinen honorigen Bankier besuchen. Mach ihn nervös, treib ihn in die Enge. Bei der Einreise 2 Millionen in bar deklariert. Aber der Geldbote hat nur 1 Million im Koffer. Zählt nun der Zöllner nach, was er ohnehin kaum tut, dann hat er Geld.
Quote? Ja, ja, und Banken erleichtern die Arbeit der Dealer. Ich meine, wie kann Geld schmutzig sein, wenn es doch so wunderschön sauber gebündelt ist? Natürlich läuft Drogengeld über Banken. Besonders über die Großen. Aber ich als Privatbankier muss mir meine Kunden natürlich sehr viel genauer anschauen. Ich kann mir keinen Skandal leisten. Aber das ist doch, doch besser als ich, Herr Dr. Frank. Pardon. Zum Identifizieren. Diese Leute, die arbeiten mit Scheinfirmen. Die kaufen sich über Strohmänner ganz legal in legale Unternehmungen ein. Das sind Wege, die diese Gelder fließen, aber Sie müssen entschuldigen. Ich muss jetzt endlich was essen. Sie stehen ja so trocken herum, Herr Dr. Frank. Trinken Sie doch ein Glas. Vielen Dank, nein. Also manchmal lassen sich die Wege von Drogengeldern ja doch nachvollziehen. Entschuldigen Sie mich, Liebling. Liebling, darf ich dir unseren Freund für einen kleinen Moment entführen? Gabriel möchte dich mit einer sehr wichtigen Persönlichkeit unserer Stadt bekannt machen. Herr Dr. Frank, darf ich Ihnen unseren kolumbianischen Freund Gabriel Martinez vorstellen? Herr Dr. Frank, ein hervorragender Rechtsanwalt. Was ich Ihnen noch erzählen wollte, ich kannte einen Mann, einen Journalisten, der konnte den Weg von ein paar Millionen nachvollziehen. Vom Dealer nach Kolumbien zur Drogenmafia und wieder zurück über eine deutsche Privatbank in die Wirtschaft, Schritt für Schritt. Interessant. Moment. Und hat er das Material der Polizei übergeben? Nein, das konnte er leider nicht mehr. Er wurde vorher umgebracht. Sehr bedauerlich. Ja, und heute Abend, kurz bevor ich hergekommen bin, wurde die Kollegin dieses Journalisten ermordet, aus den gleichen Gründen. Das ist aber nicht mein Problem, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Sie schauen sich ja Ihre Kunden genau an. Ja. Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Mein Geschäft ist das Geld. Ein legales Geschäft. Bitte sehr. Sehen Sie diesem Schein an, ob ihn ein Junkie in der Hand hatte, der damit seinen Schuss bezahlt hat. Ich nicht. Sie mögen das für Zynismus halten, ich nenne es Realismus. Wolfgang. Ja, Liebling. Könntest du bitte mal eben kommen? Entschuldigen Sie mich einen kleinen Moment. Und was machen Sie für Geschäfte? Auch Sie können sich doch sicher denken, dass ich als Sohn des kolumbianischen Innenministers eine Menge gesellschaftlicher Verpflichtungen habe. Ah ja. Wie kommt es eigentlich, dass Sie so gut Deutsch sprechen, Herr Martinez? Schauen Sie, bei uns gibt es einen Satz, der heißt: No se acostumbra a todo, pero se puede aprender. Das heißt so viel wie: Man gewöhnt sich nicht an alles, aber man kann alles lernen. Entschuldigung, sind Sie Herr Dr. Franke? Ja. Telefon für Sie, darf ich vorausgehen? Ich bitte darum. Körbel ist da. Was sagst du jetzt? Er ist tatsächlich gekommen. Er redet gerade mit Fischer. Nein, von hier aus kann ich nichts verstehen. Ich sitze doch in deinem Auto. Ich bleib an ihm dran. Herr Körbel, von mir haben Sie überhaupt nichts zu erwarten. Und jetzt bitte verlassen Sie mein Grundstück. Was sagen Sie dazu? Hat dieser Polizist doch glatt die Frechheit, mich zu verhören? Wegen dieser leidigen Geldwaschgeschichte. Und Sie verdächtigen mich auch, das habe ich schon verstanden. Aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie damit hausieren gehen, verklage ich Sie wegen Verleumdung. Ja, ja, und Sie können sich ja keinen Skandal leisten. Guten Abend, Herr Dr. Fischer. Guten Abend, Herr Dr. Frank. Was machst du denn hier, mitten in der Nacht? Ich kann nicht schlafen. Der Mord an Karin Thomas lässt mir keine Ruhe. Hast du schon was rausgefunden? Ja, ja.
Ist wahrscheinlich doch Raubmord. Die ganze Elektronik ist gestohlen worden, mitsamt den Disketten. Das hier haben wir in der Hauswand im Hof gefunden. Was ist das? Scherben von einem Scheinwerfer. Wahrscheinlich vom Fahrzeug der Täter. Die werden in der Aufregung den Gang verwechselt haben. Aber genaueres weiß ich noch nicht. Ich warte auf den Bericht der Spurensicherung. Für mich hängen die beiden Morde trotzdem zusammen. Und wie? Nach meiner Hypothese haben Fischers kolumbianische Geschäftsfreunde einen Killer auf Beckmann angesetzt, weil sie gemerkt haben, dass er ihn auf die Pelle rückt. Der Täter hat das belastende Material verschwinden lassen und den Mordverdacht auf Frau Beckmann gelenkt. Ja, ist denkbar. Aber warum musste Karin Thomas sterben? Weil wir nicht drauf reingefallen sind und weil wir das Foto von Fischer und Martinez gefunden haben. Da haben sie Muffensausen bekommen. Haben Sie vielleicht noch was übersehen? Gibt es vielleicht im Beckmanns Büro doch noch eine Diskette mit belastendem Inhalt? Also nichts wie hin in das Büro. Aber da ist diese Frau. Sie wird halt erschlagen und das Ganze wird als Raubmord kaschiert. Ja, ja, deswegen war ich auch schon bei Fischer. Ich wollte ihn in die Mangel nehmen. Ich weiß, ich war auch da. Ja, ja? Und der Kolumbianer war auch da. Auch einen Kaffee? Vielleicht später, Holger. Der Täter ist doch schon in die Enge getrieben, Holger. Siehst du das nicht auch so? Er hat noch genau zwei Möglichkeiten. Entweder er setzt sich ins Ausland ab, oder aber er mordet weiter. Aber da muss er alle umbringen, die davon wissen. Sylvia Beckmann, Matula und mich. Aber wie soll er das tun? Vielleicht alle drei auf einmal? Einen kleinen Verkehrsunfall arrangieren? Na, irgendwie wird sich das schon machen lassen, oder? Was hast du denn? Bisschen müde. Herr Kabel. Entschuldigung. Schauen Sie mal, was wir in der Mülltüte von Frau Thomas gefunden haben. Sylvia, ich habe gesehen, wie du deinen Mann umgebracht hast. Er wollte dich um die Scheidung bitten. Ihr habt euch gestritten. Dann hast du ihn erschossen. Wenn du willst, dass ich schweige, musst du zahlen. Du erbst 1 Million, die Hälfte davon. Will ich, Karin. Tja. Es tut mir leid, Rainer. Beinahe hättest du mich überzeugt. Aber das ist ein neuer Fakt, dem müssen wir nachgehen. Die Geliebte erpresst die Ehefrau und die wehrt sich. Das ist er. Kann mir mal jemand erklären, was hier eigentlich los ist? Frau Beckmann, Sie stehen im Verdacht, Karin Thomas ermordet zu haben. Die Tatzeit liegt zwischen 8 und 9 Uhr abends. Frau Beckmann gibt an, zu der Zeit allein in ihrem Haus gewesen zu sein. Herr Körbel, Frau Beckmann, setzen Sie sich doch bitte wieder hin. Sie hat also wieder kein Alibi. Vermutlicher Tathergang, Frau Beckmann war außer sich wegen der Erpressung. Sie wollte Karin Thomas zur Rede stellen. Es kam zu einem Handgemenge und dabei ist es vermutlich passiert. Das ist nicht wahr, dieser Brief ist gefälscht. Nichts, nichts, was da steht, ist wahr. Frau Beckmann, bitte. Wir sind doch erwachsene Leute. Das sind doch alles falsche Spuren. Irgendjemand versucht, den Verdacht auf meine Mandantin zu lenken. Das ist doch genauso wie beim Mord an ihrem Mann. Und wie kamen die Scherben vom Scheinwerfer ihres Wagens an den Tatort? Vielleicht hat der Täter das Fahrzeug benutzt. Es stand schließlich im Freien. Ach was, es reicht doch schon, den Scheinwerfer einzuschlagen und die Scherben zum Tatort zu bringen. Das reicht doch schon. Sie müssen mir dafür aber auch Beweise liefern. Nicht nur Vermutungen, Herr Rechtsanwalt. Und wo sind bitte die Beweise gegen Frau Beckmann? Wo sind die denn? Das ist doch lächerlich, was hier läuft. Bitte mäßigen Sie sich, Herr Dr. Frank. Oder Sie kriegen eine Ordnungsstrafe. Sie wollen den Mörder gar nicht finden. Sie wollen alles bloß mir anhängen. Warum? Warum tun Sie das? Ich habe Ihnen nichts getan. Was wollen Sie von mir? Herr Frau Beckmann ist der Tat dringend verdächtig. Es ergeht Haftbefehl. Oh. Nein. Das halte ich nicht durch. Sie wissen überhaupt nicht, was Sie mir damit antun. Bitte, Dr. Frank, bitte lassen Sie das nicht zu. Sie wissen nicht, was das für mich bedeutet. Frau Beckmann. Frau Beckmann, einen Moment bitte noch hier. Frau Beckmann, es wird gut. Bitte haben Sie keine Angst. Ich brauche aber noch 1 oder 2 Tage. Das müssen Sie jetzt aushalten. Ich habe Angst, wenn ich einmal drin bin. Nein, 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 nein. Ich hole Sie doch raus. Ich verspreche es Ihnen. Bitte.
Irgendwas ist hier, irgendwas passiert. Ich habe das Gefühl, dass er mir was antun will. Und ich weiß nicht. Das glaube ich nicht. Bitte haben Sie Geduld, Frau Beckmann. Ich hole Sie raus, so schnell ich kann. Ja? Bitte etwas Geduld. Ja. Ihr Mantel. Lassen Sie mich nicht im Stich. Natürlich nicht. Ich melde mich sofort, ja? Oder aber er deckt zumindest den Täter. Auf jeden Fall steckt er verdammt nochmal mit drin. Dann müssen wir doch sofort die Frau aus dem Knast. Ja, das weiß ich auch, aber für sowas braucht man Beweise. Und zwar dringend. Du musst recherchieren, was er zur Tatzeit gemacht hat. Und zwar in beiden Fällen. Wie denn? Soll ich ihn vielleicht nach seinem Alibi fragen? Ja, dann müssen wir halt blöffen. Auf Teufel komm raus, blöffen. Na schön. Aber hinterher keine Vorwürfe. Ob Sie mich verstanden haben? Zeit. Was soll das? Mein Name ist Matula. Sie wissen schon, der Privatdetektiv. Nichts weiß ich raus. Setz dich schön da vorne hin und kein Mucks. So, jetzt können wir uns in aller Ruhe unterhalten. Dr. Frank kennen Sie bestimmt. Er schiebt mir ab und zu Aufträge zu. Untreuen Ehemännern nachschnüffeln und so. Nicht gerade das Gelbe vom Ei. Was geht mich das an? Oh, eine ganze Menge. Sie haben Dr. Frank neulich 1 Million geboten. Und der Dummkopf will sie nicht. Ich schon. Und von mir kriegen Sie auch was dafür. Eine hübsche, kleine Diskette. Ich verstehe kein Wort. Doch, doch. Sie verstehen sehr gut. Sie glauben, wenn Sie 2 Leute umlegen und ein paar Disketten verschwinden lassen, wären Sie aus dem Schneider. Das sind Sie nicht. Sie haben nämlich nicht mit Josef Matula gerechnet. Der hat sich nämlich eine Kopie gemacht, von der niemand was weiß. Auf so eine Chance hat er lange gewartet. Verstehen wir uns jetzt? Raus, oder ich fahre Sie persönlich zur Polizei. Ich komme morgen früh in Ihr Büro. Wenn da nicht 1 Million auf dem Schreibtisch liegt, fahre ich Sie zur Polizei. Schönen Tag noch. Essen? Haben Sie was von Dr. Frank gehört? Nee, habe ich nicht. Hey. Du. Hier. Mensch, was machen wir, wenn er nicht drauf reinfällt? Wenn er bloß abwartet? Das kann er nicht riskieren. Die wissen, dass du bei mir bist. Irgendwen schicken die. Entweder mit dem Geldkoffer oder mit einer Knarre. Und das wird wahrscheinlich dein Kumpel sein. Und wenn ein Köfferchen mit Geld kommt, wie viel willst du dann abhaben? Thank you.
Herr Aufholger. Verdammt nochmal, du sollst aufhören, Holger! Hast du wirklich geglaubt, ich will euch umbringen? Hast du das wirklich gedacht? Jetzt nicht mehr. Warum bist du dann gekommen? Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Ihr seid in Lebensgefahr. Warum? Ihr habt die Diskette. Ach, ist Fischer darauf reingefallen? Reingefallen? Also, wenn das ein Bluff war, dann würde ich denen das aber ganz schnell klar machen. Sonst seid ihr hundertprozentig dran. Ach, das ist ja reizend. Haben Sie Beckmann und Karin auch gewarnt, bevor Sie sie umgebracht haben? Ich habe niemand umgebracht. Dafür haben die anderen Leute. Ich musste nur alle Informationen weitergeben. Ich musste ihre Aktionen decken. Warum musstest du das? Kannst du mir bitte mal erklären, wie man jemanden zu sowas zwingen kann? Warum, Holger? Warum du? Ich habe mich bestechen lassen. Stell dir vor, ich habe einmal Geld genommen für eine Kleinigkeit. Hast du nie Informationen unterschlagen? Du hast also Mörder gedeckt. Für Geld. Toll. Holger, warum bist du nicht einfach hingegangen und hast gesagt, nein, Schluss, aus, ich mach da nicht mehr mit. Warum nicht? Du hast doch keine Ahnung, Rainer. Du hast doch keine Ahnung, wie es da draußen wirklich aussieht. Die Welt ist nicht ganz so, wie wir sie uns mal vorgestellt haben. Entweder du machst mit oder du bist tot. Aussteigen geht nicht. Und warum geht das plötzlich doch? Weil ich euch beide umlegen sollte. Ich selbst. Sie wollen sehen, ob ich noch loyal bin. Ich kann das nicht. Bevor mir gleich die Tränen kommen, möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Nachdem wir noch mal davongekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie glauben ja immer noch, dass ich es tue. Mann, die hören doch nicht auf damit, nur weil sie plötzlich das Gewissen drückt. Wie stellen Sie sich das vor? Wir müssen unbedingt was tun, bevor die merken, dass er nicht mehr zuverlässig ist. Sonst knallen die uns garantiert alle drei ab. Holger, komm, wir gehen zum Staatsanwalt jetzt gleich. Wir müssen Frau Beckmann rausholen. Mensch, was ist bloß los mit dir? Komm, stell dich, tu das, wofür du mal angetreten bist. Bring sie hinter Gitter, Fischer Martinez, dieses ganze Pack. Ein Polizist ist der Wahrheit verpflichtet. Das hast du doch immer gesagt. Ja.
Thank you.